Jetzt bei Quarks und Co. Wir machen mit Ihnen eine Flasche Wein auf. Was ist guter Wein und wie wird er gemacht? Wir nehmen Sie mit durch das Jahr des Winzers. Erfahren Sie jetzt, was man über Wein wissen sollte. Der Duft eines feinen Pfirsichs, gepaart mit einer feinen Sherry-Note und so im Hintergrund ein Anklang von Buttergebäck. Herzlich willkommen bei Quarks & Co. Nun, so kann ein reifer Riesling riechen. Köstlich, aber keine Sorge. Hier bei uns werden wir so nicht weitermachen, denn es macht wenig Sinn, dass ich Ihnen hier im Fernsehen Weine beschreibe, denn Sie zu Hause können sie weder riechen noch schmecken. Bei uns wird auch nicht gekocht. Wir zeigen Ihnen, wie man heutzutage Wein macht, welche Spuren zum Beispiel der Klimawandel im Weinbau hinterlässt und was sich hinter wohlklingenden Begriffen wie zum Beispiel dem des Terroir verbirgt. Zunächst aber eine Frage, und die bewegt viele von uns, und zwar unabhängig davon, ob wir uns nun für große Weinkenner halten oder nicht. Was ist eigentlich ein guter Wein? Ist es immer der teuerste? Wir haben drei Experten eingeschaltet. Das Angebot ist unüberschaubar. Woher weiß ein Weintrinker, welcher Wein gut ist? Ist der teuerste immer auch der beste? Woher kommen die immensen Preisunterschiede? Quarks & Co. sucht nach den Unterschieden zwischen preiswerten und teuren Weinen. Das Schlosshotel Leerbach in der Nähe von Köln. Nils Henkel ist der Chef im hiesigen Drei-Sterne-Restaurant. Er gehört zu den besten Köchen Deutschlands. Der Sommelier Thomas Sommer hat sich im Mai den Titel Bester Sommelier Deutschlands erkämpft. Die Winzertochter Mandy Großgarten von der Ahr ist die deutsche Weinkönigin. Sie stellen sich der Herausforderung, Weine blind zu verkosten und sowohl qualitativ als auch preislich einzuordnen. Wir haben drei deutsche Rieslinge ausgesucht. Einen Mittelklassewein für 15,90 Euro, das Premiumprodukt eines Spitzenwinzers für 40 Euro und einen günstigen für 4,80 Euro. Der Geruch des Weines, das sogenannte Bouquet, beeinflusst ganz wesentlich den Geschmack. Deshalb riechen Weinkenner, bevor sie den ersten Schluck nehmen. Der erste Wein, der preiswerte. Er hat frische Früchte auf jeden Fall. Apfel, und zwar einen grünen Apfel. Würde man denken, dass es ein Riesling ist? Geringe Komplexität. Dem fehlt auf der Zunge so ein bisschen. Ja, die Dichte, die Fülle, die man in der Nase erwartet. Der zweite, der Premium-Wein. Wir haben Honig mit drin. Hat ein bisschen Restsüße. Schönes cremiges Gefühl auf der Zunge. Bananenschale, also sehr viel reife, üppige, intensive Aromatik. Der dritte Wein, die gehobene Mittelklasse. Würde ich auch eher auf Riesling tippen. Trocken, straffe Säure. Ist nämlich kräutrig. Auch eher ein bisschen was Jüngeres. Sehr, sehr bouquet-betont. Alles in allem gefälliger Wein. Die Experten erkennen die Unterschiede in der Qualität. Aber was rechtfertigt die Preisunterschiede? Grundsätzlich wird ein hoher Preis dann genommen, wenn sich der Winzer eben ja, schon bewiesen hat, wenn er tolle Qualitäten produziert hat, wenn er viel per Hand arbeitet, ganz handwerklich, anstatt industriell arbeitet, kleine Mengen produziert. Es gibt natürlich Weingüter, die einfach sehr renommiert sind, die auch viel Geld auch in Öffentlichkeitsarbeit stecken, und das bezahlt man natürlich auch mit. Ein sehr renommiertes Weingut hat im Normalfall einen etwas höheren Einstiegspreis für dieselbe Lage als das Nachbarweingut, was vielleicht jetzt nicht seit 100 Jahren beim Endverbraucher im Kopf fest gespeichert ist. Wenn ich ein kleines Familienweingut zum Beispiel anschaue, die mit Auszeichnung immer wieder beweisen, dass sie eben Qualität groß schreiben, dann ist das ganz klar, dass der Wein natürlich auch schon mal einen Euro mehr kosten darf. Alles klar. Aber was heißt das konkret? Die Experten schätzen die Preise unserer Weine. Vielleicht bei 6 bis 8 Euro. 4 bis 5 Euro. 5, 6 Euro.
könnte sich irgendwo zwischen 10 und 15, eventuell noch einen Tick höher bewegen. 25 bis 30 Euro. Weit über 10 Euro. Wahrscheinlich so im Rahmen 6 bis 8 Euro. Zwischen 5 und 6 Euro, eventuell 7 Euro. Würde ich vielleicht 7 oder 8 Euro, aber ich würde die schon nicht zu weit auseinander ansiedeln. Okay, zumindest die Reihenfolge stimmt. Noch ein Wort zur Qualität. Qualität fängt mal schon mit der Grundkonzeptionierung des Weinberges an, mit der Anlage des Weinbergs, was für Arten von Reben, was für eine Unterlagsrebe nutze ich, für welche Art von Boden, für welches Klima, in welchem ich mich befinde. Also Qualität ist natürlich immer eine Sache für sich. In erster Linie geht es darum, schmeckt ein Wein oder schmeckt er nicht. Der Preis allein verrät also nicht, ob man einen guten Wein im Glas hat. Zum Wohl. Herzlich willkommen. Immerhin, unsere Weinexperten haben die Weine preislich in die richtige Reihenfolge gebracht. Aber ich fand etwas erstaunlich. Vielleicht ist es auch Ihnen aufgefallen. Die teuren Weine wurden von den Experten nur halb so teuer eingestuft. Also mal ganz konkret hier. Das ist ein Spitzenwein, der kostet 40 Euro. Ein großes Gewächs, wie man sagt, Grand Cru auf Französisch. Nun, der Preis, der hat mit dem Renommee des Winzers zu tun. Da steckt jede Menge Marketing dahinter. Und was man sich klar machen muss, ist, bei den richtig guten Weinen, sie werden handwerklich hergestellt. Nun, das ist der große Unterschied zu den Weinen, die wir, die meisten von uns, kaufen. Die kaufen nämlich im Supermarkt, da kostet so eine Flasche, sagen wir mal, 3 Euro. Und dieser Wein wird dann industriell hergestellt, also mit großen Maschinen erfolgt die Lese und der Wein wird in gigantischen Tanks vergoren. Doch das Prinzip des Weinemachens ist immer dasselbe. Und wir zeigen Ihnen jetzt mal Schritt für Schritt, wie das geht. Februar in der Pfalz, im zweitgrößten Weinbaugebiet Deutschlands. Bruno Sebastian ist Winzer. Seit 10 Jahren arbeitet er in den Weinbergen des Staatsweingutes in Neustadt an der Weinstraße. Im Weinberg Johannitergarten, einem der ältesten Weinberge Deutschlands, stehen die ersten Arbeiten am Riesling des neuen Jahres an. Es geht im Winter los, wo die Rebe praktisch tot ist. Und dann im Herbst, wo die Frucht da ist und anschließend auch noch der Wein. Was Schöneres kann man sich nicht vorstellen. Beim Rebschnitt schneidet der Winzer die Fruchtruten des Vorjahres ab. Bis auf eine. Die ganze Kraft der Rebe soll sich auf sie konzentrieren. Tagelange Handarbeit im Freien, bei Minusgraden. Ja, ich bin in gewisser Hinsicht ein klein bisschen ein Naturbursche. Ich bin gern im Freien. Ich liebe die Sonne, ich liebe die Luft. Und von der Seite her war für mich immer auch der Weinbau draußen im Weinberg das Ideale. Die verbliebene Fruchtrute binden die Winzer am Drahtrahmen fest. So können die neuen Triebe im Frühjahr gleichmäßig wachsen. Die abgeschnittenen Fruchtruten werden gehäckselt und bleiben liegen, als natürlicher Dünger für den Weinberg. Jetzt muss nur noch der Frühling kommen. Anfang April ist er schließlich da. Innerhalb weniger Wochen hat sich das Land verwandelt. An der Rebe sind die ersten Triebe gesprossen. Auch der Blütenstand ist schon zu erkennen. Die Gescheine. Im Johannitergarten lockert der Pflug den Boden auf. In den kommenden Wochen soll die Erde möglichst viel Feuchtigkeit speichern. Und dann ist wieder Handarbeit angesagt im Weinberg. Also wir wollen heute anfangen, mal sogenannte Doppeltriebe ausbrechen. Das gibt ja einen Weinberg, wo wir Premium-Qualität machen. Das heißt also überall, an jedem Auge, wo ein Beiauge ausgetrieben hat, wie hier zum Beispiel oder wie hier, wird das Auge dann abgebrochen. Aber ordentlich schauen, weil es sind manchmal oft noch kleine neben dran, dass die auch mit wegkommen. Wir verteilen uns auf die Anlage und gehen dann anschließend jeder in seiner Reihe. So. Im Johannitergarten will der Winzer einen hochwertigen Riesling erzeugen. Dafür muss er den Ertrag, also die Menge an Trauben, streng begrenzen. Wir wollen eine gute Qualität und die Rebe würde viel Ertrag bringen, wenn wir sie nicht führen würden. Und je höher der Ertrag, umso geringer wird die Qualität. Also wir müssen da ein gewisses Mittelmaß finden. Und wenn wir einen Premium-Wein machen, da sprechen wir dann von 6.000, 7.000 Liter pro Hektar, da müssen wir eingreifen.
Rebe für Rebe gehen die Arbeiter durch die Reihen und reißen überzählige Triebe ab. Eine langwierige Arbeit, die nur von Hand gemacht werden kann. Inzwischen ist es Anfang Juni. Die letzten Wochen haben reichlich Regen gebracht. Das ist gut für die Winzer, denn so konnten die Weinberge viel Wasser tanken. Die Reben stehen jetzt in vollem Saft. In den nächsten Wochen sollte es möglichst warm und trocken bleiben. Denn jetzt beginnt eine der wichtigsten Phasen im Weinberg. Sie entscheidet über den Ertrag des gesamten Weinjahres. Inzwischen haben sich Blüten an den Reben geöffnet. Wenn es jetzt zu viel regnet, werden die Blüten nicht bestäubt. Die Ernte fällt dann mager aus. Außerdem können sich leicht Krankheiten einnisten. Die Reben im Johannitergarten sind üppig gewachsen. Jetzt ist es vor allem wichtig, dass die Beeren der noch winzigen Trauben, die sich aus den befruchteten Blüten gebildet haben, genügend Sonne abbekommen. Sebastian und seine Mitarbeiter reißen deshalb überzählige Blätter ab. Außerdem werden die Reben mit Pflanzenschutzmitteln besprüht. Das ist üblich im Weinbau und schützt die Reben in dieser empfindlichen Phase vor Krankheiten wie Mehltau oder Fäulnis. Bis zur Lese im Oktober werden noch etwa 100 Tage vergehen. In dieser Zeit müssen die Trauben vor allem wachsen. 2 Monate später, Anfang August. Zeit für die letzte wichtige Etappe vor der Lese, die grüne Lese. Dabei schneidet der Winzer ganze Trauben ab, damit sich die Kraft des Rebstocks nur auf wenige konzentriert. Ich gehe im Moment nach dem Motto vor, nur eine Traube pro Trieb bestehen zu oder hängen zu lassen. Das heißt also, an jedem Trieb sind 2 oder 3 Trauben. Und dann entferne ich immer die am weitesten von der Triebbasis entfernte Traube. Und eine Traube bleibt nur noch hängen. Die ist am besten versorgt und wird weiterhin am besten versorgt werden dann von dem Trieb. Manchmal schneidet Sebastian auch nur das untere Drittel der Traube ab. Die übrigen Beeren können sich dann besser entfalten. Jetzt dauert es noch mal 6 bis 8 Wochen, bis die Beeren reif genug sind und gelesen werden können. In dieser Zeit müssen sie vor allem Zucker und Aroma ansammeln. Die Trauben brauchen jetzt trockenes Wetter und viel Sonne. Im Johannitergarten, zu dem wir gleich zurückkehren werden, wird seit dem Mittelalter Wein angebaut. Doch die Anfänge des Weinbaus sind älter. Die frühesten Weintrinker lebten etwa vor 7000 Jahren in Mesopotamien und im Kaukasus. Auch Ägypter und Griechen tranken Wein. Zum bedeutenden Wirtschaftszweig wurde der Wein aber bei den Römern. Wichtiges Anbaugebiet war damals die Gegend um Pompeji. Später führten die Römer den Weinbau auch in ihre Provinzen ein, etwa an der Mosel oder in der Pfalz. Im Mittelalter waren vor allem die Klöster für den Weinbau zuständig. Wein war ein Volksgetränk, der Bedarf war riesig. Sogar an der Ostsee wurde Wein angebaut. Dann, im Dreißigjährigen Krieg, wurde der größte Teil der deutschen Rebflächen zerstört. Der Weinbau überlebte nur noch in den Kernregionen. Im 19. Jahrhundert vernichtete die aus Amerika eingeschleppte Reblaus 1 Million Hektar Rebflächen in Frankreich. Und auch in Deutschland richtete sie schwere Schäden an. Und so sieht der Übeltäter in natura aus. Die Reblaus greift die Wurzel des Rebstocks an. Es bilden sich Hohlräume und Bakterien und Pilze dringen ein. Und mit der Zeit fault die Wurzel und die Rebe stirbt. Aber es gibt ein Gegenmittel und das ist das Pfropfen. Was macht man? Man kombiniert eine amerikanische Wurzel, die ist nämlich resistent gegenüber der Reblaus, mit einer europäischen Rebe. Und das kann ich Ihnen hier auch vorführen. Ich beginne mit Europa. Hier gibt es ein Spezialmesser. So, der erste Schnitt. Und jetzt kommt der Teil der Wurzel, der wie gesagt resistent ist. Und mit einem Schnitt werden beide kombiniert. Das sieht man auch hier schön. An der Schnittstelle
könnten noch Pilze und Bakterien eindringen. Die wird versiegelt und das macht der Winzer, indem er das kurz in heißen Wachs tunkt. So, das kommt nun auf einen Torfboden und nach einem Jahr sieht das Ganze so aus, da haben sich Wurzeln entwickelt und die werden dann verpflanzt. Nun, heute gibt es in Europa nur noch gepfropfte Weinstöcke. Und jetzt kehren wir zurück in den Johannitergarten, wo die Weinlese bevorsteht. Es ist Anfang Oktober. In der Pfalz läuft der Countdown zur Weinlese. Die Beeren sind reif. Täglich prüft Winzer Sebastian jetzt mit dem Refraktometer den Zuckergehalt der Beeren. Weil die haben auch schon in die 100, 105 Grad Öchsle. Auch Kellermeister Sascha Wolz ist heute mit im Weinberg. Ja, sehr gut. Ja. Die Beeren sind reif für die Lese. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Man muss schauen, dass wir die Woche in dem Weinberg fertig werden, klar. Ja. Ein Teil der Beeren ist vom Botrytis-Pilz befallen. Sebastian freut sich darüber, denn die Beeren sind ein ideales Ausgangsmaterial für besondere Weine. Ja, wenn Sie hier mal schauen, das sind eingetrocknete Beeren hier, das sind richtige Rosinen, die haben unheimlich hohe Zuckergradation. Und da können Sie dann diese edelsüße Weine wie Beereneisle, Trockenbeereneislese produzieren. Und sie müssen ganz gezielt jetzt reisgelesen werden. Ja. Und das geht halt nur mit Hand. Die Beeren sind reif, das Wetter stimmt. Es kann losgehen mit der Lese im Johannitergarten. Jetzt ist Sorgfalt angesagt. Die Erntehelfer müssen die Botrytis-Trauben von den gesunden trennen. Winzer Sebastian lässt die Trauben getrennt lesen. Aus dem Großteil der Trauben wird ein normaler Riesling. Aus den Botrytis-Trauben ein süßer Dessertwein. Die Weinlese per Hand ist teuer und zeitaufwendig. Sie lohnt sich nur bei besonderen Weinen. In den meisten Weinbergen ist inzwischen die Weinlese mit sogenannten Vollerntern üblich. Das ist deutlich günstiger und geht um ein Vielfaches schneller. Der Vollernter schüttelt die Beeren mit elastischen Stäben vom Stielgerüst der Trauben und sammelt sie im Inneren der Maschine auf. Ein Förderband transportiert die abgeschüttelten Beeren dann in einen Behälter. Ungefähr 3 Stunden braucht ein Vollernter für 1 Hektar Rebfläche. Mit der Hand sind dafür an die 300 Arbeitsstunden nötig. Nach der Lese müssen die Trauben so schnell wie möglich ins Weingut gebracht werden, damit sie nicht schon unterwegs anfangen zu gären. Jetzt schlägt die Stunde von Sascha Wolz, dem Kellermeister des Staatsweingutes. Die größte Herausforderung in meinem Job ist, jedes Jahr beste Weine zu produzieren. Aufregend im Moment ist immer der Herbst. Also die Weinernte ist sehr arbeitsintensiv. Man muss da schon ein bisschen stresstolerant sein, um das gut zu überstehen. Die Trauben mit Pilzbefall müssen besonders schonend behandelt werden, damit der Wein später keinen Pilzgeschmack bekommt. Gute Kellermeister zeichnet aus, dass er flexibel genug ist, auf die unterschiedlichen Jahrgänge zu reagieren und das Beste aus den angelieferten Trauben zu produzieren. Beim Keltern der Trauben werden die Beeren zerdrückt, die Kerne aber möglichst nicht, denn die enthalten Tannine, bittere Geschmacksstoffe, die im Weißwein stören. Aus der Kelter fließt Traubensaft, Most. Er ist das Ausgangsmaterial für den späteren Wein. Die meisten Trauben werden nach ihrer Ankunft im Weingut erstmal entrappt, wie es in der Winzersprache heißt. Eine Maschine zupft die Beeren dabei von ihren Stielen und quetscht sie zu einem Brei aus Fruchtfleisch, Traubenkernen, Beerenschalen und Saft. Der Maische. Anders als beim Weißwein wird die Rotweinmaische nicht sofort gekeltert,
sondern nach dem Entrappen erst einmal in einen Gärtank gefüllt. Der Weißweinmost ist schon einen Schritt weiter. Bevor er in den Gärtank kommt, wird er mit Stickstoffgas gereinigt. Die festen Teilchen sammeln sich an der Oberfläche. Der Most ist jetzt klar. Zurück zum Rotwein. Nach ein paar Stunden Standzeit hat die Gärung eingesetzt. Der dabei entstandene Alkohol hat den roten Farbstoff aus den Beerenhäuten gelöst. Ebenso Geschmacks- und Aromastoffe. Eine erste Kostprobe. Ja, eine schöne dunkelviolette Farbe schon. Mhm. Ja, ein bisschen CO2 geprägt noch, frisch nach der Gärung. Bisschen hefig noch. Ja, aber hefig. War schon schöne Brombeerfrucht, Kirsch. Eigentlich ideal. Jetzt kommt auch die Rotweinmeische auf die Kelter. Die festen Bestandteile der Maische kommen als Düngemittel zurück in den Weinberg oder werden zu Tresterschnaps gebrannt. Jetzt folgt die wichtigste Phase der Weinherstellung, die Gärung. Für Weißwein benutzen die meisten Winzer heute moderne Tanks aus Edelstahl. Der im Most enthaltene Zucker soll jetzt zu Alkohol werden. Durch den Stoffwechsel von Kleinstlebewesen, den Hefen. Die Trauben bringen zwar natürliche Hefen auf ihrer Haut aus dem Weinberg mit, auf sie verlassen sich die meisten Winzer heute aber nicht mehr. Stattdessen geben sie sogenannte Reinzuchthefen dazu. Die sind berechenbarer als ihre wilden Kollegen aus dem Weinberg. Die alkoholische Gärung wird etwa eine Woche dauern. Auf die Gärung kommen wir gleich noch zu sprechen. Preisfrage an Sie: Warum nimmt man Trauben und nicht andere Obstsorten für die Weinherstellung? Die Antwort hat mit dem Zuckergehalt zu tun. Hier drei Beispiele. Hier haben wir Orangen, wir haben Apfelsaft und wir haben Traubensaft. Und jetzt schauen Sie mal genau hin. In einem Liter Orangensaft sind 85 Gramm Zucker. Bei den Äpfeln sind es bereits 105 Gramm. Und the winner ist die Traube. 180 Gramm Zucker pro Liter. Und der Zucker ist ganz entscheidend für den Gärprozess. Nun, das Ganze beginnt, wir haben es im Film gesehen, damit, dass die Trauben gepresst werden. Wir haben hier schöne dunkle Trauben aus der A-Region. Die habe ich hier in die Presse gegeben und sieht ein bisschen aus wie ein mittelalterliches Foltergerät. Aber mit der Zeit kommt hier Saft raus, Traubensaft. Doch wenn man genau hinschaut, irgendwie interessant. Die Trauben sind dunkel, aber der Saft ist vergleichsweise hell. Denn wenn der Saft und die Beerenhäute ein paar Stunden zusammenliegen, gären, dann löst der Alkohol die rote Farbe in der Haut. Nun, jetzt kommen wir zur Gärung. Wir haben hier etwas angesetzt, also Traubensaft. Dann haben wir Hefe dazugegeben. Das Ganze steht jetzt so etwa 3 Tage. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Die Hefe, die ernährt sich vom Zucker, wandelt ihn um in Alkohol und in CO2-Gas. Und dieses CO2-Gas, das erkennt man hier oben an dem Blub. Also je mehr Zucker drin ist, umso mehr Alkohol kann sich dann bilden. Und der Winzer achtet also ganz genau auf den Zuckergehalt im Most. Wie macht er das? Physikalisch gesehen ein einfaches Prinzip. Je mehr Zucker im Most ist, umso höher ist die Dichte und damit umso höher ist der Auftrieb. Und der Schwimmkörper, der schwimmt dann ziemlich oben. Und daran kann man dann ablesen, also in dem konkreten Fall hier, wie der Winzer sagt, 70 Grad Öxle. Nun, in dem Moment, wo das Ganze gärt, baut sich der Zucker ab. Und auch das kann ich Ihnen zeigen, denn in dem Moment sinkt die Dichte. Und das kann man hier ablesen, der Schwimmkörper taucht tiefer ein. Nun, ganz konkret bei etwa 15-18% Alkohol gibt es ein Problem für die Hefe, denn die erleidet eine Alkoholvergiftung, also die Gärung kommt zum Erliegen. Nun, entscheidend für die Weintrauben ist, sie brauchen Wasser, sie brauchen Sonne. Und man könnte sich ja fast schon fragen, wie steht es da mit dem Klimawandel? Für den Wein müsste das ja eigentlich sogar Vorteile bringen. Ohne die Sonne gäbe es keinen Wein.
Ihr Licht und ihre Wärme sorgen erst dafür, dass die Trauben Zucker und Säure bilden. Unterschiedliche Rebsorten haben aber auch unterschiedliche Temperaturvorlieben. Bei der Wahl der Rebsorte hilft dem Winzer der Huglin-Index. Er gibt an, welche Rebsorten, abhängig von den Durchschnittstemperaturen und der geografischen Lage eines Weinbergs, am besten geeignet sind. Müller-Thurgau und Riesling sind in Deutschland zu Hause. Der Chardonnay in Burgund in der Mitte Frankreichs. Die roten Merlot, Cabernet und Syrah im Süden. Die Sonne allein garantiert aber keinen guten Wein. Wichtig ist auch der Boden und eine zuverlässige Wasserversorgung. Weiße Trauben benötigen außerdem kühle Nächte, damit die wichtige Säure nicht verloren geht. Weintrauben reifen nur in den gemäßigten Klimazonen der Erde zu gutem Wein. Europa produziert 70% aller Weine weltweit. In den grünen Regionen dominieren die weißen Weine, in den roten Regionen Rotweine. Doch der Klimawandel macht sich bereits bemerkbar. Seit 1950 sind die Durchschnittstemperaturen während der Vegetationsphase der Reben um fast 2 Grad Celsius gestiegen. Bis 2050 werden neue Anbaugebiete entstehen. Schon heute wächst Wein in England und Skandinavien. Lange galt der 50. Breitengrad als die nördliche Grenze für den Weinanbau. Hier im Rheingau liegt die Weinforschungsanstalt Geisenheim. Der Klimawandel und wie die Winzer darauf reagieren können, ist eins der großen Forschungsgebiete. Der Klimawandel hat ja mehrere Konsequenzen, letztlich, die er nach sich zieht. Ganz klar ist die Erhöhung der Temperaturen. Erhöhte Temperaturen heißt erhöhte Verdunstung, deswegen ist Wasser ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig wird sich auch das Verteilungsmuster der Niederschläge vielleicht ändern. Und auch da könnte es eben sein, dass dadurch mehr Trockenperioden auftreten, als wir das bisher gewohnt waren. Deshalb machen die Wissenschaftler mit einer Multispektralkamera Aufnahmen von Weinbergen, deren Nährstoff- und Wassergehalt sie bereits kennen, um später aus Satellitenbildern Daten über den Zustand der Weinberge herauslesen zu können. Dadurch soll ein Klimainformationsdienst für Winzer entstehen, denn in Zukunft werden selbst bei eng benachbarten Weinbergen die Unterschiede größer. Heute noch messen die Winzer den Wassergehalt der Blätter in einer mobilen Druckkammer. Zukünftig werden Satellitenbilder diese Informationen liefern. Bis 2002 war das Bewässern von Weinbergen in Europa noch verboten, denn der Wein sollte ursprünglich bleiben. Erst die Konkurrenz aus Übersee und der Klimawandel sorgten für ein Umdenken. Bisher waren die besonders warmen und trockenen Lagen eigentlich die besten Lagen. Und diese Lagen werden in Zukunft vielleicht schon zu gut werden. Das heißt eben etwas zu warm, etwas zu trocken. Und in diesen Lagen muss man als erstes dann ja, moderat gegensteuern, indem man eben mit Zusatzbewässerung arbeitet. Die Wissenschaftler haben bereits festgestellt, dass die Wachstumsphasen der Reben früher im Jahr beginnen. Die Beeren werden früher reif, sie bauen mehr Säure ab und produzieren mehr Zucker. Der Charakter der Weine ändert sich. Das ist nicht immer gewollt. Und dann gibt es eine einfache, relativ einfache und simple Maßnahme, wenn man über die Temperaturen nachdenkt. Weil die Temperatur ist wichtig, wie sie dann an der Frucht ankommt. Und dann kann man hingehen und zum Beispiel die Zeilenrichtung verändern. Bisher werden Rebzeilen häufig in Nord-Süd-Richtung angelegt. Neuere Versuche zeigen, dass alternative Ausrichtungen das Mikroklima im Rebstock so beeinflussen, dass die Beeren vor der heißen Nachmittagssonne besser geschützt sind. Auch eine teilweise Entblätterung kann den Wasserbedarf der Pflanze verringern und dadurch den Reifeprozess verlangsamen, was bessere Weine hervorbringt. Wir haben viele Möglichkeiten, in Stellschrauben dort dran zu arbeiten. Und die werden auch für eine sehr, sehr lange Periode uns befähigen, in Deutschland in der Zukunft Topweine zu produzieren. Es ist eher eine Chance als ein Risiko. Neben roten Einwanderern aus dem Süden wird es also trotz des Klimawandels in Deutschland weiterhin Spitzenrieslinge geben. Die zunehmende Wärme und Trockenheit macht den Weinreben auch deshalb weniger aus als anderen heimischen Pflanzen. Denn die Reben besitzen riesige Wurzelballen. Bei alten Rebstöcken ist es so, dass die Wurzeln bis zu 20 Meter tief in die Erde reichen. Also die kommen immer noch an das Grundwasser. Nun ein kurzes Wort zum Thema Verschluss. Der Klassiker ist ja immer noch der Korken, aber manchmal verstecken sich im Kork
unsichtbare Schimmelpilze. Und die scheiden den Stoff Trichloranisol aus. Und der riecht so muffig, also der Wein schmeckt dann nach Korken und ist ungenießbar. Aber es gibt Alternativen, zum Beispiel Korken aus Kunststoff. Die sind praktisch und günstig. Aber wenn die Weine lange lagern, gibt es irgendwann auch Probleme mit den Weichmachern. Und dann zum Beispiel hier Weine mit einem Kronkorken, also so ähnlich wie beim Bier. Was sich immer mehr durchsetzt, das sind Schraubverschlüsse aus Aluminium. Die sind günstig, die sind praktisch, aber die Winzer sagen, es gibt ein Problem, ein Wein sollte atmen und diese Verschlüsse sind extrem dicht. Und dann gibt es die bunte Vielfalt der Verpackungen. Wein im Tetrapack, in der Plastiktüte, ja, hier sogar in der Dose. Vom Image her sind die nicht so toll, aber wenn man ehrlich ist, das liegt nicht an der Verpackung, auch nicht am Verschluss. Das liegt eher am Inhalt. Wir kommen zurück zu unseren Pfälzer Weinen, die jetzt schon mehr als 2 Wochen gären. Inzwischen ist es Anfang November. Die Zeit der Lese ist jetzt vorbei. Seit gut 2 Wochen arbeiten die Hefen jetzt schon im Gärtank. Zwischen 2 und 6 Wochen kann es dauern, bis der Most komplett durchgegoren, der Zucker vollständig in Alkohol umgewandelt ist. Täglich kontrolliert Sascha Wolz den Jungwein und den Verlauf der Gärung. Vor allem darf es im Gärtank nicht zu heiß werden, denn das würde wichtige Aromastoffe zerstören und die Hefen abtöten. Mit einer Mostwaage prüft Sascha Wolz, wie viel Zucker schon zu Alkohol vergoren ist. In diesem Tank hat sich der Gärprozess verlangsamt, obwohl noch viel Zucker im Jungwein ist. Wolz muss eingreifen. Max, schau gerade mal. Also siehst du hier, die Kurve verflacht sich ein bisschen. Die Temperatur werde ich hier auf 19 Grad anheben, um auch ein sicheres Durchgären zu gewährleisten, ja? Wolz erhöht die Temperatur, damit die Hefen noch mal Gas geben und mehr Zucker abbauen. Eine Woche später. Inzwischen ist der Zucker im Jungwein fast vollständig zu Alkohol vergoren. Der richtige Zeitpunkt, um die Gärung zu stoppen. Wolz fährt die Temperatur im Tank runter. Ein Kälteschock für die Hefen. Ein weiterer Schock gibt den Hefen endgültig den Rest. Schwefeldioxid, ein ätzendes Gas. Die Schwefelung lässt die Hefen absterben. Sie sinken auf den Boden des Gärtanks ab. Außerdem schützt Schwefel den Wein gegen Bakterien und Sauerstoff und macht ihn dadurch fruchtiger und haltbarer. Für den Menschen sind die geringen Dosen nicht schädlich. Anders als Weißwein gärt Rotwein meistens im Holzfass. Nachdem die alkoholische Gärung abgeschlossen ist, erwartet den Rotwein noch eine zweite Gärung. Speziell zugesetzte Bakterien wandeln die strenge Apfelsäure dabei in die weichere Milchsäure um. Dadurch erhält der Rotwein einen angenehm runden Geschmack. Der Rotwein reift jetzt noch ein paar Monate im Eichenholzfass. Hier kann er durch den Kontakt mit Sauerstoff seine Farbe stabilisieren und aus dem Holz würzige Geschmacksstoffe annehmen. Inzwischen ist es wieder Winter. Jetzt ist die Zeit gekommen, den jungen Weißwein von der abgestorbenen Hefe zu trennen. In der Winzersprache heißt dieser Vorgang Hefeabstich. Um auch die restlichen Hefen aus dem Jungwein zu bekommen, wird der Wein in einer speziellen Anlage filtriert. Mit Hilfe von Kieselgur, einem Pulver aus den zermahlenen Schalen fossiler Kieselalgen. Das Gemisch aus Kieselalgenpulver und hefigem Jungwein läuft so lange durch die Maschine, bis sich auf den Filterscheiben eine dicke Schicht aus Hefe und Algenpulver abgesetzt hat. Die abgestorbenen Hefen haben ihren Zweck erfüllt. Auch sie landen als Dünger wieder im Weinberg. Jetzt ist der Wein klar. Ein spannender Moment. Wie wird sich der klare Wein im Vergleich zum hefigen Jungwein präsentieren?
Der Kellermeister probiert zum ersten Mal den fast fertigen Wein. Also der Filtrierte hat ganz schön die Hefenote verloren, so vom Jungwein her. Und hat sich schon sehr schön geöffnet. Also ein bisschen Zitrus, ein bisschen grüner Apfel. Also ja. Es gibt, glaube ich, einen spannenden Basiswein. Der neue Weißweinjahrgang ist fast fertig. Der junge Riesling muss jetzt nur noch verfeinert werden. Verschnitten, wie der Winzer sagt. Gucken wir mal als erstes Beispiel. Um den Geschmack eines Weines zu verbessern, kann der Kellermeister ihn mit anderen Weinen mischen. Die Rebsorte darf aber nur dann auf dem Etikett stehen, wenn der Wein zumindest 85% aus der angegebenen Sorte besteht. Also ich denke, es ist der typische Vertreter für 2010. Klar, Riesling duft, aber von der Säure her schon ein bisschen geprägt. Ja. Ein bisschen geprägt, aber ja. So zitrusgrüne Apfel, ja, ja. Ein schöner Riesling. Ja. Hat ungefähr momentan jetzt 3 Gramm Restzucker. Ja gut, ist ein bisschen wenig wahrscheinlich. Ja. Der junge Riesling kann etwas mehr Süße vertragen. Wolz hat 2 Weine aus dem Vorjahr ausgewählt, um den Riesling damit zu veredeln. Jetzt kommt es ganz allein auf den guten Geschmack der Winzer an. Probieren wir mal. So, das ist die Huxe, gell? Mhm. Ja. Mit geringer Qualität hat Verschnitt übrigens nichts zu tun. Die allermeisten Weine sind Verschnitte verschiedener Rebsorten. Gleich ein ganz anderer Wein. Bisschen fülliger, bisschen cremiger, würziger auch ein bisschen. Würziger, aber der Riesling-Typ hat ein bisschen unterstützt. Der ist, der ist da. Und der Wein wird ein bisschen fülliger. Der Weißwein ist jetzt fertig zum Abfüllen. Der Rotwein dagegen hat noch ein bisschen Zeit vor sich. Er soll frühestens im August auf Flaschen gezogen werden. Jetzt wird er erstmal von der Hefe getrennt. Beim Rotwein verzichtet der Kellermeister vorerst auf das Filtrieren, damit der Wein möglichst nichts von seinen wertvollen Aromastoffen verliert. Der Rotwein kommt vorübergehend in den Stahltank. Später wird er wieder zurück ins Eichenfass gepumpt werden. Aber zuerst müssen die abgestorbenen Hefen aus dem Fass gespült werden. Der Wein ist endlich fertig. Jetzt muss er nur noch auf Flaschen gezogen werden. Ein Weinjahr ist zu Ende, während draußen im Weinberg das nächste längst begonnen hat. Der Wein muss sich jetzt noch mal während einer kurzen Lagerzeit beruhigen. Dann kann er in den Verkauf gehen. Die Frage, was ein guter Wein ist, ist letztlich Geschmackssache. Was ein Wein besonderer Qualität ist, dafür gibt es Regeln. In Deutschland sagt das Weingesetz, dass das Mostgewicht über die Einstufung eines Weins auf der Skala der Prädikatsweine entscheidet. Steigen die Öchsle gerade, dann steigt der Wein vom Qualitätswein über den Kabinett bis zur Spätlese bzw. Trockenbeerenauslese. Nun, in Frankreich sieht das anders aus. Die schreiben nämlich die Namen der Region, der Orte, sogar der einzelnen Lagen aufs Etikett. Und die Franzosen schwärmen davon, denn das nennen sie Terroir. Terroir, da versteckt sich der Begriff Terre, Erde. Also die Region, der Ort ist der Mythos, macht Qualität und Preis aus. Terroir. Kann man das eigentlich schmecken? Wir haben das mal wissenschaftlich geprüft. Hier sind Profis bei der Arbeit. Denn diese Menschen trinken Wein nicht zum Vergnügen, sondern für die Wissenschaft. Es geht darum, einem Mythos auf den Zahn zu fühlen. Dem Mythos vom Terroir. Hans-Jörg Rebholz in Siebeldingen am Rand des Pfälzerwaldes ist ein Winzer, der für seine Weine Spitzenpreise erzielt. Und der dazu beiträgt, die französische Idee vom Terroir in der deutschen Weinwelt bekannt zu machen. Terroir ist eigentlich am besten zu übersetzen mit Herkunft. Das schließt eigentlich alles mit ein, den Boden,
das Kleinklima, die Topografie, den Jahrgang und den Winzer. Terroir hat viele Komponenten. Unbestritten ist der Boden aber die wichtigste. Kann man also tatsächlich schmecken, auf welchem Boden ein Wein gewachsen ist? Kritiker halten das vor allem für eine geschickte Marketingstrategie für teure Weine. Rebholz will uns vom Gegenteil überzeugen. Ortstermin in seiner Lage Kastanienbusch, einem der höchsten Weinberge der Pfalz. Terroir bedeutet für mich, wenn ein Wein zum Beispiel nicht nur nach Riesling schmeckt, sondern dass er auch noch einen Geschmack hat, wo man denkt, aha, das riecht so und so oder das schmeckt so und so. Und das kommt von dem und dem Weinberg. Diese Wiedererkennung, die gibt es in Weinen und das ist Terroir. Der Kastanienbusch liegt geschützt in einem Talkessel. Das Besondere an ihm aber ist der Boden. Es ist ein Boden aus der Zeit des Perm, rotliegend genannt. Auf der anderen Seite haben sie aber auch Schiefersteine mit dabei. Und diese Mischung und dieser sehr dunkle rote Boden mit dem sehr hohen Eisengehalt, das ergibt einen ganz, ganz speziellen würzigen Wein. Weiter geht es zu einer anderen Lage des Weingutes, der Parzelle Ganshorn in Siebeldingen, nur 1,5 Kilometer vom Kastanienbusch entfernt. Hier wächst der Riesling auf einem viel jüngeren Gestein, das sich geologisch deutlich vom Rotliegend im Kastanienbusch unterscheidet. Und wir haben hier in dieser Parzelle Ganshorn einen ganz speziellen Boden. Es ist ein Hangschotterboden, vor allem aus diesem Buntsandstein bestehend, aber auch die Kiesel findet man. Und es ist ein Boden, der diesen ganz speziellen Geschmack von wie nach einem Sommerregen dann hat. Dass in der Pfalz so viele unterschiedliche Gesteine unmittelbar an der Oberfläche liegen, hat mit dem rheinischen Grabenbruch zu tun. Damals, vor etwa 50 Millionen Jahren, begannen sich die ursprünglich übereinander liegenden Gesteinsschichten zu verschieben und aufzubrechen. Gesteinsschichten unterschiedlicher Epochen traten dadurch an die Oberfläche, wie zum Beispiel rotliegend, Buntsandstein oder Muschelkalk. Am Südrand des Pfälzerwaldes liegen sie heute unmittelbar nebeneinander. Ob man tatsächlich den Charakter des Bodens im Wein nachweisen kann, untersucht zum ersten Mal eine Studie am Weinforschungszentrum Rheinpfalz in Neustadt. Die Önologen testen darin 24 Rieslinge, die auf unterschiedlichen Böden gewachsen sind. Damit der spezielle Charakter der Weinberge nicht durch die Handschrift der Kellermeister verfälscht wird, wurden alle Weine auf die gleiche Weise im Institut ausgebaut. Die Sinne der sorgfältig geschulten Prüfer sind hier das Messinstrument. Alle Prüfer orientieren sich an den gleichen Aromen und Geschmackskomponenten. Ihre Wahrnehmung ist genau geeicht. Für jeden der Rieslinge geben die Prüfer die Intensität bestimmter Aromen und Geschmacksstoffe auf einer Skala von 0 bis 10 an. So erhalten die Forscher für jeden Wein ein genaues sensorisches Profil, das sie mit dem anderer Weine vergleichen können. Tatsächlich unterscheiden sich die Profile der Rieslinge deutlich. Weine vom Buntsandstein zeichnen sich durch ausgeprägte Säure aus, vom Rotliegend durch fruchtige Aromen. Dagegen sind die Profile von Weinen auf gleichem Gestein fast identisch, auch wenn sie aus völlig unterschiedlichen Regionen stammen, etwa von der Mosel oder aus der Pfalz. Das spannendste Ergebnis ist, dass in der Tat Weine, die von denselben Ausgangsgestein kommen, sehr ähnlich schmecken und wir auf kürzester Distanz aus Weinbergen mit unterschiedlichen Böden sehr unterschiedliche Weine erzeugen können. Und das war der Beleg für die Weingüter, dass das Herausheben der Lage, das Herausheben des Terroirs nicht eine Marketingidee ist, sondern etwas Reales, wissenschaftlich Beweisbares. Hans-Jörg Rebholz hat recht behalten. Verschiedene Böden schlagen sich tatsächlich im Geschmack der Weine nieder. Terroir mag eine gute Marketingidee sein, aber es steckt noch mehr dahinter. Ist das nicht toll? Da kann man sogar den Boden schmecken. Nun, bei aller Wissenschaft, Wein ist auch ein Stück Kultur. Lässt sich nicht auf eine simple Formel reduzieren. Da bleibt immer noch ein wenig Geheimnis übrig. Und ich finde das gut so. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Und wie immer, bleibt
Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.